Guten Morgen, ich wünsche dir einen gesegneten schönen Tag. Uns Bibelvers von uns in Matthäus 21, Vers 30. Die Führer ging nur den zweiten Sinn und sehte den Krieg so. Da sieht, Johar, Eku, und jen jubai nicht. Der städtische Präsident Abraham Lincoln sieht mal, Eku kann irgendeine Soul Menschen töpfen, die bereit sind, ihr Leben zu opfern. Aber das ist sehr schwierig, ein Mann zu finden, der Welt selbst den Aufhang zu merken. Wenn einer hier Rache war nur denkende, dort ist zum Stehen. Dort schien so, dass viele Christen reut sind, viele Verpflichtungen sich zu übernehmen, aber sie sind nicht in der Leo, oder sie sind nicht bewusst, dort reich zu fühlen. Sie können versichern, dass sie reut sind, für ihr Glauben zu sterben. Und doch sind sie nicht reut, ein paar Regeln zu übernehmen, die je in ihr fleischliches Verlangen gehen, da in unser Stadt. Einfach gesagt, sie versprechen den ganzen Weg für Christus zu gehen, aber doch, wenn die kleinsten Schwierigkeiten kommen, dann sperrt sich das von alles durch. Jesus sagt, wer sich jetzt nicht absichten nimmt, und am alle Tag, was nur fällt, der König sind jener sein. Im Philipperbrief sagt Paulus, dass er viele Gift, die du gehen, und ab einer gewissen Zeit Versprechungen angehen dann. Und doch sind sie Christus seine Feinde geworden. Im Gleichnis sieht Matthäus heute, jo, ich will gehen, du kannst dich mir verloren. Wie kann vielleicht Gott aufgesehen sein, Gott hat Reichtum haben. Doch wenn bloß ein Mann denkt, tun wollen, wird er nicht Frucht bringen, sondern wie man Hund und Wald leihen. Ein Mann den dreimal, dort ein wunderschönes Gebiet wir. Doch wenn er hierste kommt, wird das Gebiet verderben, wie in der Einstein fehlen wird. Hör früh, warum das kleine Stein fehlen wird, dann sieht er halt an. Diese steht, die wieder für dich gedacht, aber du wachst noch einmal. Am wird größer tun zu können. So viel in im Leben, da wir die kleinen Dinge und Siedlungen wehen, dort nicht größer genug ist für uns. Vielleicht haben wir fertig gegeben, dort wollen wir für den Herrn tun wollen, weil wir schon die Schuld betonen oder wachen wir an sich her, ihr groß sind. Oder wir denken vielleicht, dort wird besser wie eine Wäsche enthüllt und nicht halten wird. Aber jeder kleine Pässe merkt nur ihren Schritt. Hab bloß Mut in der Herde, was die guten Dinge tun für sein Reich. Gottes Sehen, dann haben wir dann schon.